Hallo Lea. Hallo. Wie geht's dir? Gut geht's mir. Wir haben ja schon ein bisschen gesprochen. Es war ein bisschen schwer herzufinden, hast du mir erzählt, ne? Ja, also ich habe immer so ein Problem mit irgendwelchen Hinterhöfen. Ich finde die immer so Ja. schön und dann bin ich immer so vorne, rechts, hinten, links. Aber ich habe es jetzt doch ganz okay gut Ja, gefunden. ist Ist hübsch witzig. hier. Ja, ich finde es auch sehr schön. Ja. Die letzte Gästin hatte tatsächlich auch ein Problem, es zu finden. Also müssen wir da dran arbeiten, dass wir es irgendwie ausschildern Ja, oder also so. hätte ich den Typen unten nicht gefragt, dann hätte ich nicht gewusst, dass ich hier hoch muss und dann Ja. quasi so rechts um die Ecke. Ist so ein bisschen wie so ein kleines Hof, Labyrinth, Hofkomplex hier. ne? Ja, Ja, voll. genau. Ich freue mich so, dass du heute hier bist. Wir kennen uns ja schon, wir sind uns ja schon mal so ein paar Mal flüchtig begegnet und dann hat es eine Weile gedauert, weil ich dann auch Abitur hatte und du warst auch im Dreh. Jetzt hast du gerade Pause, habe ich rausgehört, oder? Ja, ich fange in 2 Wochen wieder an zu drehen. Also, wie lange hattest du jetzt sozusagen Urlaub? Kann man das überhaupt Urlaub nennen? Naja, es ist dann nicht so richtig Urlaub, weil man dann natürlich irgendwie alles, was so während des Drehs, wie das komplette Leben eigentlich so stehen bleibt, das muss man Ja. dann natürlich so nachholen und irgendwie von irgendwelchen selbstständigen Bürokratien, die man dann so durchmachen muss, zu, dann hat man doch nochmal ein Casting oder Ja. irgendwie hier eine Premiere. Aber ich war auch im Urlaub. Ich war jetzt gerade fast 3 Wochen in Südfrankreich, auch zum Oh, Surfen, das war wie richtig schön. Wo schön. genau? Zwischen Bordeaux und Biarritz, Mollier-et-Mar, das Ich war war sehr noch nie schön. in Frankreich. Ich war jetzt neulich das erste Mal in Spanien, also Auch letzte gut. Woche. Ja, das war mein Urlaub und es war Barcelona und es hat mir so gefallen, weil in Barcelona ist auch noch anders als in Deutschland relativ gutes Wetter um die Jahreszeit, obwohl hier geht es ja gerade auch noch. Es ist gerade Eher unfassbar heiß, gruselig. ne? Ja. Ja, jetzt nochmal so 30 Grad ist irgendwie auch so ein bisschen so, Zumal wohin der damit? Sommer gar nicht so besonders war, hatte ich das Gefühl, oder? Also Ja. da gab es auch sehr viel Regen und so. Ja, also halt alles so, das einfach irgendwie so durchwachsen. Ich habe das Gefühl so, ich glaube, das ist eh das, was wo wir uns hier an dem Ort, wo wir auf der Welt sind, so ein bisschen drauf einstellen, dass einfach jetzt so klimatisch irgendwie, glaube ich, eher so Extreme unser Thema werden. Also das ist wahrscheinlich die Übergangsjacke immer dabei, so, weil Ja. entweder du hast 10 Grad oder 35 und dazwischen irgendwie. Naja. Du hattest gerade gesagt, dass du gelegentlich dann auch noch in die Castings gehst. Wie oft, also wie kann man sich das vorstellen? Wirst du sozusagen über dein Management kontaktiert und angerufen und es wird gesagt, wir könnten dich da und da bei einer Rolle sehen? Oder wie verläuft das genau bis zum Casting? Also entweder die Produktion, die jetzt einen Film, eine Serie, was auch immer macht, fragt quasi meine Agentur an, sagt, hey, wir hätten gerne Lea beim Casting, oder meine Agentur schlägt mich irgendwo vor oder wie auch immer, irgendwie sowas, und dann kriege ich eben Text und nehme es entweder auf, das wäre dann ein E-Casting, also mache das von zu Hause, oder gehe eben zu dem Ort und habe dann Live-Casting. Ja. Und genau so kann man sich das vorstellen. Dann natürlich noch mit Vorbereitung, dem ganzen Kram. Wie verhindert man denn auch, dass das, was man sagt, vielleicht auch so mit dem Auswendiglernen so ein bisschen so monoton wird? Weil also zum Beispiel, wenn ich immer was auswendig lerne, dann klingt das ein bisschen so abgesessen dann schon, wenn man es so ganz oft sagt. Man muss einfach wahnsinnig gut sein. Nein, Quatsch. nee, na, man muss sich, also es ist schon so ein, glaube ich, so ein Skill, den man trainiert, immer wieder so eine Frische reinzubringen und immer wieder quasi so, als würdest du es neu machen, und wenn du dich beim Spielen dann selber erwischt, dass du jetzt gerade einfach nur noch was runterrasselst oder schon so vorgefertigte Momente hast, dann vielleicht nochmal was Neues reinbringen. Auf der anderen Seite, wenn du am Set bist und du spielst, also du machst jetzt zum Beispiel eine Weitereinstellung und du spielst die Szene auf eine Art und Weise und dann funktioniert es so, dann musst du natürlich auch ungefähr ähnlich weiterspielen, weil das muss ja nachher geschnitten werden. Und wenn dann andere Einstellungen reinkommen und du machst jetzt was ganz anderes und, keine Ahnung, rennst auf einmal raus, Ja. das passt dann vielleicht nicht mehr so Ja, zu den klar. anderen Sachen. Also es ist so ein Mix aus beiden. Und war Schauspielerei immer dein Traumberuf? Also war es das, was du sozusagen von Kind an schon immer mal später machen wolltest? Nee, ich wollte eigentlich mal Tierärztin werden, irgendwie Ah. was so in die Richtung. Und dann habe ich angefangen, ja, eben zu spielen. So. Und eigentlich bei dem ersten Film, den ich gemacht habe, war ich so, okay, irgendwie ist es nicht nur einfach cool, sondern ich will das, glaube ich, machen. Ja. Und seitdem hat sich das irgendwie nicht mehr Wie lange ist geändert. es her mit dem ersten Film? 13 war ich da, das heißt 10 Jahre. Ah, Ja. krass. Nee, Also hast du ja auch schon. 11 Jahre. Elf Ach so, Jahre. noch jünger. Ja, Ja, dann ist das ja auch schon relativ lange her. jetzt im Oktober 11 Jahre. Oh Gott, ja. Ist der Film noch irgendwo abrufbar oder? Kreuzweg heißt der. Das war so ein Arthouse-Drama quasi. Und der lief damals auch in der Berlinale Wettbewerb. Es war sehr aufregend, so eine Ja. Riesenpremiere, als erste Premiere irgendwie. Und ich glaube, den gibt es bestimmt noch irgendwo zu streamen. Naja. DVDs, aber wer hat schon noch DVDs, ne? Ja, das stimmt. Aber guckst du dir manchmal auch so deine Projekte auch noch selbst so Jahre später an? Ich habe mal von einem bekannten Schauspieler gehört, dass der immer Probleme damit hat, sich selbst im Nachhinein zu sehen, wenn das Produkt fertig ist. Ist es bei dir auch so? Also ich habe mir das ein bisschen antrainiert, weil dadurch, dass man auch ja seine E-Castings jetzt mittlerweile so selber Ach sich ja. anschauen muss und gucken muss, Ja. welche Szene nehme ich jetzt, muss man so ein bisschen sich dran gewöhnen, sich zu sehen. Ist trotzdem manchmal total Ja. schwierig und Ist ja schon bei meinem Podcast so, wenn ich mich immer selbst schneiden muss. ja. Super unangenehm. Ja, aber also es geht, ich würde jetzt, glaube ich, so nicht mir alleine zu Hause ein Projekt von mir anschauen, sondern Ja. wenn ich, keine Ahnung,
nochmal was mit meinen Eltern gucken möchte, weil die was sehen wollen. Oder ein Kumpel fragt mich, hey, was war dein erster Film? Dann würde ich das nochmal machen. Ja. Oder vielleicht auch so interessenhalber, so wie hat man damals gespielt, wie spielt man heute, wie hat man sich verändert? Eher so analysemäßig. Aber jetzt so bei so einem lockeren Filmabend, wenn irgendwie einer da... Da würde ich nicht auf die Idee kommen, einen Film von mir zu gucken. Ich habe dich hier heute auch eingeladen, weil ja jetzt wieder etwas mit dir zu sehen ist, was produziert wurde und jetzt im ARD, oder? ARD-Mediathek, genau. In der ARD-Mediathek erscheint. Ich weiß nicht, möchtest du vielleicht erstmal erzählen, wie es dazu gekommen ist? Das Projekt heißt Tod den Lebenden. Das ist eine 6-teilige Serie. Und es war so, ich habe vor 7 Jahren oder so ungefähr. Ja. 7 Jahren, irgendwie sowas, bin ich zu Tom Last, das ist ein Regisseur, in die Impro-Gruppe gekommen. Der hat immer so 2-mal die Woche eine Impro-Gruppe gemacht für Schauspielende. Und da durfte man halt einfach hin und so ein bisschen ausprobieren und hatte halt so einen Spielraum miteinander und hat eben Impro gemacht. Und dann irgendwann kam Tom auf Odine John, Christine Succo, Julius Feldmeier und mich zu und hatte eben gesagt, hey Leute, ich habe da so eine Idee, wollen wir nicht einfach anfangen zu drehen? So ganz ohne Kohle, es gibt keine es gab eine Produktionsfirma, auch einen Produzenten, Matthias Basil, aber sonst eben kein Geld, nix groß, krass. Noch keine große Story irgendwie, sondern nur so ein bisschen die Charaktere und es geht um Liebe. Ja. Und dann haben wir uns einfach vor 5 Jahren das erste Mal in einer Wohnung in Neukölln getroffen, in der... Fuldastraße. Nee, das ist nicht die Fuldastraße. Damit, jetzt habe ich es falsch gesagt, schon 2-mal. Ich weiß gar nicht, in irgendeiner Straße halt. Ja. Haben wir uns getroffen und haben einfach losgedreht. Und es hat so ein bisschen mit den Themen angefangen von vor allem einfach so freier Liebe, andere Beziehungsformen und ein Miteinander, so eine neue Utopie von Miteinander. Ja. So. Wie ist es zu den Themen gekommen? Waren das Themen, die Mitwirkenden sehr beschäftigt hat in der Zeit? Naja, also die Grundidee war so ein bisschen schon von Tom. Also, dass die irgendwie, die sind in einer WG und die lieben sich alle. Ja. Das war so ein bisschen so von Tom. Ja. Und dann hatte man ja so einen Spielauftrag und dann hat man so entwickelt und hat dann mit seinen Charakteren natürlich irgendwie durch Impro natürlich auch so ein bisschen so irgendwie seine Ideen reingebracht. Zum Beispiel Aki, meine Rolle, war eben damals auch noch sehr jung und war dann eher so die neu dazugekommen ist und das auch alles ein bisschen komisch fand und so war, also du bist jetzt zusammen, aber ihr seid jetzt nichts. Also ich verstehe es nicht ganz. Verändert sich so eine Story, wenn man so lange an einem Projekt arbeitet, nicht auch von selbst? Also das ist ja wahrscheinlich jetzt ein Endprodukt gewesen, was vermutlich auch in vielen Teilen ganz anders war, als man damit angefangen hat, oder? Ja, also das Grundgerüst, die Charaktere und irgendwie auch schon der Strang sind so ein bisschen so geblieben, weil Tom dann zusammen mit Till, dem Cutter, nach dem ersten Block eben auch direkt geschnitten hat und gesehen hat, das ist spannend, okay, cool, da gehen wir weiter. Beim nächsten Block kam was Neues raus und dann kamen eben Themen wie Kinderwunsch, Wohnungsnot und Klimakatastrophe dazu. Ja. Genau, und dann haben wir die Zusage von der ARD-Mediathek bekommen, dass die das zu Ende machen. Und dann haben wir letztes Jahr den letzten Drehblock gemacht und haben quasi an allen Ecken noch ein bisschen die Geschichte aufgefüllt. Das, was wir schon hatten, das Material und Neues dazu und die Geschichte zu Ende erzählt. Und jetzt ist sie fertig. Ja. Ich finde es so krass, wenn du sagst, erst dann haben wir auch die Zusage von der ARD-Mediathek bekommen. Wie ist es denn bis dahin gewesen? Hat man an diesem Projekt gearbeitet und hattest du vielleicht auch Erwartungen, also hattest du überhaupt Erwartungen, dass es dann irgendwann veröffentlicht wird? Oder? Am Anfang nicht und das war voll schön, weil es einfach so ein bisschen so ein Spielraum war und auch so eine Wiese, wo man niemandem jetzt irgendwie, also wo man nichts erfüllen musste, sondern man durfte einfach machen. Das ist ja Impro an sich auch schon sehr, aber natürlich auch die Art und Weise und der Freiheit. Wir hatten auch so eine Prämisse am Anfang, dass alle in einen 9-Sitzer passen müssen, damit wir einfach losfahren können, im Park drehen. Das heißt, das Team durfte dann nicht größer sein als 9 Leute mit Schauspielenden, also Kamera, Ton, Regisseur, Produzent, eine Assistenz noch und dann halt höchstens wir 4 Schauspielende. Ja. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, oder wir haben gemerkt, dass es voll schön ist, ein tolles Projekt und dann haben wir natürlich gehofft, dass es irgendwann rauskommt. Ja. Aber wir wussten es bis zum Ende nicht. Inwiefern ist vielleicht deine Art zu Schauspielern in so einer Rolle, ohne genau zu wissen, ob es veröffentlicht wird, inwiefern verändert das vielleicht auch deine Art zu Schauspielern? Denkst du, da gibt es einen Unterschied? Ja, also ich meine, Impro an sich wieder, aber natürlich auch die Art und Weise gibt einem halt so ein bisschen mehr Raum. Also ich konnte halt einfach machen und im Zweifel weiß ich, es kommt nicht rein. Wenn ich jetzt natürlich ans Set gehe, dann weiß ich, die Szene wird auch manchmal rausgeschnitten, aber im Zweifel muss ich diese Szene irgendwie schaffen. Also es hört sich jetzt bescheuert an, ich muss sie schaffen, aber irgendwie muss ich was erfüllen und das ist auch voll schön. Ich mag das auch, ich mag auch einfach so fokussiert zu arbeiten und auch Dinge zu erfüllen. So als Schauspielerin ist das ja irgendwie auch so deine Aufgabe.
Aber das war irgendwie auch total toll, weil man einfach so, manchmal gab es auch Szenen, die halt nirgendwo hinführen mussten, wo man denen einfach nur so beim Existieren zugesehen ja, hat. Ja, du hast ja schon gesagt, so eine schauspielerische Freiheit, ne? Wie ist es, würdest du sagen, Improvisationsarbeit macht das Schauspielern vielleicht auch kreativer? Also es kann auf jeden Fall einfach nochmal so eine neue Farbe reinbringen und natürlich noch mehr von dir selbst als schauspielende Person mit reinbringen und auch immer eine gute Übung. Also Impro ist für mich vor allem die Fähigkeit, halt wirklich dem anderen zuzuhören und so ein bisschen wirklich in Kontakt zu gehen und zu gucken, welche Impulse bekommt man. Und das brauchst du im Endeffekt so in einem anderen Dreh auch, weil ich kann mir noch so viel zurechtlegen, wenn ich wie so gegen eine Wand spiele, dann passiert auch nichts Schönes irgendwie. Ja. Also seltenst, weil dann ist dein Spieler so, ach cool, ich krieg von dir gar nichts. Okay, super, was machen wir hier eigentlich? So. Ist es bei Improvisationsarbeit wirklich so beim Schauspiel, dass man da mit 0% Vorbereitung rangeht? Weil also ich kann mal sagen, ich habe ja auch schon improvisiert, zum Beispiel beim Poetry Slam. So, ne? Da ist es ja auch teilweise mit Improvisation verbunden. Und da gab es auch Momente, wo ich dann da so dastand und gedacht habe, fuck, ich blamiere mich jetzt hier voll mit dem, was ich mir gerade improvisatorisch ausgedacht habe. Ja, also wir haben uns natürlich schon nach dem ersten Block, wussten wir dann, ja, okay, es geht in die Themen. Und dann haben wir uns schon ein bisschen auch mit den Themen vor allem auseinandergesetzt. Ja. Dass man so gefüttert an den Set geht und dann auch so das Unterbewusstsein was rausholen kann. Also wir haben in dem neuen Block, den wir letztes Jahr gedreht haben, uns ziemlich viel eben nochmal mit der Klimakatastrophe auseinandergesetzt. Also wir haben zum Beispiel in der Vorbereitung alle miteinander, dass die schauspielenden Gruppe dann auch größer geworden, entschieden, dass wir nicht mehr wie am Anfang in der Serie Klimawandel sagen wollen, sondern Klimakatastrophe. Ja. Das war zum Beispiel auch eine Entscheidung und haben eben da eher so ein bisschen so geguckt. Und klar habe ich mir dann so, wenn es jetzt ein Jahr her war, ein bisschen überlegt, so okay, wo kam denn Aki jetzt gerade her? Wie hat Aki sich verändert? Also meine Rolle, Aki. Ja. Okay, alles klar. Und jetzt ist sie irgendwie größer. Und jetzt gab es dann von Tom auch ein Treatment so zum Ende, so zu dem großen Drehblock. So, okay, die Geschichte muss jetzt zu Ende erzählt werden. Es gibt jetzt schon irgendwie eine Struktur. War immer klar 6 Folgen, oder? Nee, gar nicht. Ah, krass. Nee, es hätte auch ein Film werden können. Ja. Hätte auch mal, keine Ahnung, Kurzfilm werden können. Ja, ja. Man weiß es nicht. Hätte alles sein können. Ist das denn für dich ein Ausnahmefall, dass du bei Projekten auch rangehst und erstmal sagst, okay, erstmal planen wir das jetzt sozusagen unentgeltlich, weil man muss ja als Schauspielerin dann doch irgendwie letztlich sein Geld verdienen. So, ne? Naja, also das ist ja quasi je nach Projekt, also es gibt schon, also es gibt auf jeden Fall Projekte, gerade auch so Studentenfilme und so, die ich gemacht habe, wo ganz klar ist, da gibt es jetzt irgendwie kein Budget. Dann habe ich noch ein Projekt gemacht, das leider noch nicht draußen ist und da war es dann das so, okay. Die 5 Finger, ne? Die 5 Finger, ja, da genau. Da war ich doch bei der... Ja, bei ja, stimmt, 5 Finger sind eine Faust. Da hat Laura das ja auch quasi so komplett selber auf die Beine gestemmt und da gab es dann sowas wie eine Rückstellgage, also wenn es rauskommt und irgendwann Geld einspielen sollte, dann war das prozentual aufgeteilt und so. Ich glaube, man muss in der Selbstständigkeit, was man ja als Schauspielerin so halb ist, natürlich immer so ein bisschen so abwiegen und sagen, okay, cool, ich habe jetzt vielleicht einen bezahlten Job gemacht, nice, dann kann ich jetzt wieder einen freien Job machen. Ja, ja. So ein bisschen so irgendwie. Ja. Du hast ja jetzt unfassbar lange an diesem Charakter gearbeitet, ne? Wenn man über 5 Jahre. Ja, ist krass. Also ich habe, um ehrlich zu sein, ich gucke mir so viele so Behind-the-Scenes, so Dokumentationen über Film und sowas an. Ich habe noch nie, glaube ich, gehört, dass irgendeine Schauspielerin oder ein Schauspieler mal wirklich 5 Jahre an der Rolle gearbeitet hat. Oh, doch, ich glaube, das gibt schon. Es gab damals zum Beispiel diesen Film... Oh, dammit, ich bin immer so schlecht mit Namen. Auf der Berlinale lief der auch. Da haben die über Jahre gedreht. Da haben die richtig von Teenie bis später Boys. Das ist Boyhood. Boyhood, oder? Genau. Das ist dieser Film, wo man richtig den jungen Schauspieler sieht. Und wieder. Ja. Voll, und sowas ist natürlich, meine, hat er wie viele Jahre dran gearbeitet. Würdest du da mal gern bei so einem Projekt beteiligt sein? So? Ja, würde ich schon machen. Also es ist eben auch total besonders, was ich bei Tod den Lebenden auch so geliebt habe, ist, dass wir natürlich auch total eng zusammengewachsen sind. Ja, also wir waren einfach... so eine Familie und das hat man eben manchmal nicht. Also im besten Fall hast du Proben, dann kommst du irgendwie ans Set und spielst das. Aber dass du wirklich auch so lange Zeit hast, irgendwie gemeinsam zusammenzuwachsen, ist voll besonders. Schafft man auch so lange an einem Projekt zu arbeiten, auch wirklich nur, wenn so eine Leidenschaft fürs Schauspiel da ist, voll. Oder? Also, ja, und auch für das Projekt. Denkst du, deine Liebe zum Schauspiel ist durch dieses Projekt, wenn du dich so lange damit beschäftigst, mit einem Projekt auch gewachsen? Die wächst immer, jedes Mal. Also, oder sie verändert sich auch mal. Ich fand es auch zwischendrin mal voll scheiße und dachte mir so, was für ein Beruf ist das eigentlich? Das macht irgendwie alles gar keinen Sinn. Bestimmt und auch Tage, wo du... voll für die Psyche und eigentlich, warum sitze ich nicht einfach in der Uni und mache was Vernünftiges so? Ja. Also es gibt alles irgendwie ein bisschen, aber eigentlich immer, wenn ich ein Projekt mache, dann wächst die Liebe eigentlich, egal in welche Richtung. Und bei Tod den Leben dann auf jeden Fall total. Ja. So. Wie kommst du aus so einem Vakuum von, oh nee, heute komme ich einfach mal nicht aus dem Bett oder so, wie kommst du da raus? So? Ah, ich bin tatsächlich eine ziemlich, also ich habe so ein bisschen gelernt, auch so in der Selbstständigkeit, mich so gut zu strukturieren. Und das ist so voll
Das, also ich meine, klar, so nach einem Dreh bin ich vor allem einfach super fertig. Und ich habe jetzt auch mittlerweile gelernt, ich muss meinem Körper dann nochmal kurz ein bisschen Regenerationszeit geben und vielleicht nicht gleich morgens um 8 zum Sport rennen. Aber tendenziell bin ich eigentlich gerne unterwegs und irgendwie auch gerne so beschäftigt. Und ich glaube, gerade in Phasen, wo ich mal sehr unstrukturiert bin, so ist jetzt gerade ja auch die Phase so nach der Schule, wenn man rauskommt, so wo geht's hin irgendwie. Also was mir am meisten hilft, ist einfach, mich wirklich so gut durchzuplanen. Also ich plane dann einfach schon meistens so am Sonntag halt, okay, so und so sieht ungefähr meine Woche aus. Das und das muss ich tun, das und das, da gehe ich vielleicht zum Sport so. Und dann hat man da so eine gute, selbstgeschaffene Struktur. Ja. Wie sehr beschäftigt dich der Charakter Aki jetzt auch noch, nachdem ihr das Drehen beendet habt und das Projekt jetzt rausgekommen ist? Nee, Aki durfte schon gehen letztes Jahr dann so ein bisschen. Also es war ganz schön hart. Also ich hatte richtig so ein bisschen so Liebeskummer einfach so an das ganze Team. Jetzt so Kummer, und, ach so. Ja, also ich nenne das immer Liebeskummer. Aber auch, und an auch den so Charakter? Aki, ja, voll, auch so ein bisschen so, dass Aki jetzt zu Ende ist und ich nicht mehr irgendwie so sie spielen darf. aber ist auch okay. Also ist auch okay, dem dann wieder Raum zu geben. Und im Zweifel, who knows? Vielleicht geht's da. Wer weiß, es müssen aber nur ganz viele Schaden, dann geht es weiter. Ja, Fortsetzung. Ist das eigentlich immer, wann ist denn klar, ob es eine Fortsetzung geben wird? So. Wenn die AuftraggeberInnen dir sagen, wir machen eine zweite Staffel, es wurde gut geguckt, es gibt Geld. Also du kannst eigentlich da gar keinen Einfluss drauf nehmen als Schauspielerin. Nee. Wie sehr hast du dich denn in dem Charakter Aki überhaupt wiedergefunden? War das eine Person, die dir sehr ähnelt oder ist das wirklich, also? Nee, voll. Also auf jeden Fall sehr ähnelt dadurch, dass es ja auch so ein bisschen durch die Impro auch so aus mir entstanden ist. Klar, Aki, auch gerade was ihr passiert und auch teilweise wie sie ist. Also man muss so tot den Lebenden sagen, es ist teilweise sehr abstrus. Und es ist auch teilweise, also wenn man sich auch die Strukturen anguckt, würde man fast sagen toxisch. Oder auch wenn es später um den ganzen Protest geht in Richtung Klimakatastrophe, ist es auch eigentlich einfach alles ein bisschen überzogen und alles ein bisschen fragwürdig auch anstellen. Ja. Und davon würde ich mich natürlich schon distanzieren. Das ist dann auch so ein bisschen das Schöne, dass man so jetzt in dieser Serie, in dieser Arbeit halt einfach so Sachen sagen durfte und Sachen machen durfte, die du im normalen Leben nicht tun würdest. Ja, ja. So. Aber so an Aki manchmal so eine gewisse kindliche Spieler, kindliche Verspieltheit. So ein bisschen so infantil, so. Genau, so das, glaube ich, da ist so ein Teil in mir, das war voll schön, das irgendwie rauszulassen auch so ein bisschen und so, ja, halt einfach nochmal so seinen Impulsen nachgeben zu können. Ja, ja. Und auch so die Rebellion, die Aki hatte und auch, dass sie dann zum Beispiel am Ende so sagt, so, ja, wir müssen doch was tun, wir müssen jetzt tätig werden, das muss irgendwie, der Arzt hat Klimawandel, du hast Klimawandel, ich habe Klimawandel, wir haben alle Klimawandel, so. Da konnte ich mich auf jeden Fall sehr gut mit identifizieren. Ja. Weißt du, eine Sache, die mir sehr ins Auge gestoßen ist, als ich mich mit dem Projekt beschäftigt habe, also ihr behandelt einerseits Themen, die so voll in der Breite der Gesellschaft auch gerade diskutiert werden. Und dann gibt es aber auch so Sachen, so, also die sind auch teils, also habt ihr die als unkonventionelle Themen so bezeichnet. Dinge, die einfach in der Gesellschaft vielleicht nicht so extremst behandelt werden, so ein bisschen tabuisiert sind, vielleicht auch, weil sie nicht so Mainstream sind. So. Also vor allem, an was ich da jetzt denke, ist halt so dieses Thema so Beziehungsformen. Das steht so vor allem in den ersten Folgen, glaube ich, mega im Vordergrund. Ja, volle Kanne. Wie ist es denn? Sorry, es war jetzt ein Aufstoßer. Ich habe nämlich einen Subway davor gegessen. Ah ja, super, deswegen. Sehr gut. Und jetzt noch eine Mate drauf. Ja. Beste. Okay, nochmal. Ich sage das nochmal. Ich will dich jetzt halt fragen, inwiefern sozusagen du dich mit solchen Beziehungsformen auseinandergesetzt hast. Also eigentlich ist es auch eine sehr persönliche Frage, ob du, also wie vertraut warst du mit solchen Beziehungsformen? Also Aki und ich, Lea damit auch, bin da schon auch so ein bisschen, also ich meine, klar, ich wohne jetzt seit 6 Jahren in Berlin, also ich habe das Gefühl, hier kommt man. Wo kommst du denn her? Aus der Nähe von Lübeck. Ich bin zwischen Lübeck und Bad Segeberg in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen. Vermisst du es oder? Ich vermisse das Land, ja. Ich will auf jeden Fall aufs Land. Ich weiß nicht, ob dahin, obwohl Norddeutschland sehr schön ist, oder nochmal wo ganz anders hin. Ja. Mal überlegen, mal schauen. Also ich kannte natürlich jetzt irgendwie so Konstrukte von offene Beziehungen oder auch Polyamorie, das kannte ich irgendwie alles. Also ich glaube, aber hatte natürlich jetzt noch nicht alles, also ich war damals auch noch sehr jung, als wir angefangen haben zu drehen, war ich vor 5 Jahren, ich war 18, nee, 19. 19. Krass. Genau, und habe dann schon auch so ein bisschen durch das Projekt auch
Sachen kennengelernt und wir verhandeln das ja auch so in diesem Projekt miteinander. Also es gibt so nochmal, vielleicht so, um das so einzufangen, es gibt Heidi, das ist auch so ein bisschen so der die Wohnung gehört und die ist auch so ein bisschen die Chefin, die ist auch so ein bisschen so, die macht so Ansagen, auch teilweise fragwürdig. Dann gibt es ihren Freund Juklas und die beiden haben sich irgendwann entschieden, wir öffnen unsere Beziehung, holen uns vor allem erstmal Becky dazu. Becky wohnt da auch und die führen zu dritt eine Beziehung. Ja. Und dann gehen die zwei aber auch auf Jagd und es gibt immer wieder neue Menschen. Ja, ja. Und dann kommt Aki und es ist auch dann irgendwie alles, also die größte Prämisse und was ich eigentlich auch so voll schön fand oder die Regel, es gibt Regeln auch, auch teilweise sehr funny, niemand darf Stefan heißen, das war mal eine Regel am Anfang, total bescheuert, aber die größte Regel ist, niemand trennt sich. Hm. Und das führt auch später in der Geschichte zu einem Riesen-Eklat. Ja. Weil diese Regel eventuell gebrochen wird. Ja, ja. Genau, und das fand ich irgendwie auch voll schön und spannend, weil ich glaube, das ist ja so ein bisschen Beziehungsform nochmal, so ein Thema, womit vielleicht auch unsere Generation so ein Problem haben. Wir sind so ein bisschen, hinterfragen wir teilweise Konstrukte von, eine Beziehung muss jetzt so verlaufen, wir bleiben alle nicht mehr 40, 50, 60 Jahre teilweise zusammen. Ja. Aber ich glaube trotzdem so dieses Longing nach Familie, dieses Longing nach Zugehörigkeit eigentlich gerade auch in der Stadt, dass man irgendwie sich auf Menschen verlassen kann und sich wirklich offenbaren kann. Ich glaube, das kennen wir alle. Ja, also meine Meinung ist ja, in der Großstadt ist, wenn so in Hinsicht auf Beziehungen und auf Romantik und sowas, habe ich immer das Gefühl, ist alles viel schnelllebiger. So, weil man halt auch viel mehr rumkommt und weil es viel mehr Menschen sind. Und man, also ich weiß nicht, je mehr Menschen, umso mehr Menschen, die man ja auch attraktiv finden kann, sage ich jetzt mal so ganz oberflächlich erklärt. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass, wie du auch sagst, dass dieses Zugehörigkeitsgefühl in dem Moment natürlich vernachlässigt wird, wo du dich vielleicht auch öffnest, auch wenn dir das natürlich auch gut tut. Also mir hat mal eine Person in Hinsicht auf Polyamore gesagt, das hat alles seine Für und Wider. So, und man muss für sich selbst rausfinden, was da überwiegt und für was man sich dann entscheidet. Das ist auch so eine Art des Freiheitsrechts, was man hat, dass man natürlich entscheidet, ob man polyamore oder monogam lebt. Ja, so. Ja. In dem Pressekit, was ich bekommen habe, wird ganz oft von freiheitlicher Liebe gesprochen. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass dein Charakter dann in einer der späteren, das kann ich doch jetzt sagen, oder? Weil's ja, auf jeden Fall, bitte. In einer der späteren Folgen ist es ja so, dass du dann sozusagen ausgeschlossen wirst. Mhm. Da habe ich mich aber auch gefragt, inwiefern ist das dann überhaupt noch freiheitliche Liebe? Also das ist ja oft das, was bei Polyamore auch gesagt wird. Mhm. Ist das nicht so ein bisschen so eine Form der, ich weiß nicht, Doppelbürdigkeit? Also es ist bei uns alles total Doppelmoral. Das ist auch so ein bisschen das Absurde und das vielleicht auch teilweise Fragwürdige. Also dass man sich die dann anguckt und dann ist es so, eigentlich ist alles total frei und so. Und dann entscheidet Heidi trotzdem, ihr dürft knutschen, ihr dürft nicht knutschen. Mhm. Das ist auch so ein bisschen so vielleicht so das, womit wir spielen. Das ist eben so diese so eine Hierarchie auch gibt, oder? Ja, es gibt schon irgendwie eine Hierarchie, obwohl es das eigentlich nicht geben soll. Aber dass Aki später ausgeschlossen wird, ist sie aber auch ein bisschen selber zu verschulden, weil sie tatsächlich auch eine Regel bricht. Und dass an der Stelle, wo wir da in der Geschichte sind, eh schon alles total wild ist. Und man steigt gar nicht mehr so richtig durch und alles ist irgendwie nicht mehr so wie früher und so. Aber die Liebe, die vier füreinander haben, die bleibt eigentlich bis zum Ende. Mhm. Also es gibt so einen Satz am Ende, den mag ich sehr. Okay, und bevor wir da jetzt reingehen, alle noch mal küssen. Improvisiert? Ja. Ach krass, wer hat sich das von Heidi. Von Heidi ist das, also von Odinion. Ja. Ist es denn so, dass dann am Ende alle unterschreiben müssen, okay, das wird mit reingenommen? Oder kann es auch sein bei improvisierten Sachen, dass da eine Person sagt, oh Leute, das will ich nicht mit drin haben und dann wird das wirklich erstmal rausgeschnitten? Ja, wir haben Till und Tom schon sehr vertraut. Ja. Also es wurde vor allem später, wenn es ums Thema Nacktheit ging, auf jeden Fall noch ganz viel drüber gesprochen. So, hey, fühlen wir uns damit auch nach Jahren immer noch wohl? Mögen wir das? Also ich stelle mir das so als so mega großes Ding vor, wenn man in irgendein Projekt involviert ist, wo sowas vielleicht vorkommt. Inwiefern muss man da vielleicht auch als Schauspielerin so aus der Komfortzone rauskommen? Weil das ist ja natürlich, also ab dem Punkt wird es ja sehr intim. Ne? Mhm. Also man kann einerseits über intime Dinge sprechen, aber dann gibt es natürlich auch noch die Punkte, wo man also wirklich auch von sich selbst was preisgibt. Bei Nacktszenen ist das dann sozusagen der eigene Körper. Ja. Also ich meine, da gibt es natürlich mehrere Ebenen. Zum einen einfach das, womit man sich wohlfühlt. Also das, was man einfach sagt, so hey, das ist vielleicht auch meine körperliche Grenze. Das möchte ich jetzt nicht, dass gezeigt wird. Sowas spricht man ab. Es wird auch teilweise vertraglich festgehalten. Dann gibt es natürlich den Punkt, dass man irgendwie mit dem Gegenüber, dass das gut funktionieren muss, dass man sich irgendwie wohlfühlt. Es gibt mittlerweile auch so Intimacy-Koordinator, Koordinatorin, die das fast wie so ein Stunt mit einem auch mal durchproben, dass man so genau weiß, wann was passiert, womit fühlt man sich wohl, da darf die Kamera sein, da nicht. Und dann ist es am Ende natürlich immer ein bisschen aufregend so. Also ähnlich wie auch tatsächlich eine Stunt-Szene, dass man so ist, oh Gott, heute springe ich aus dem Fenster, oh Gott, heute muss ich nackt sein. So. Hast du es auch schon gemacht, aus dem Fenster springen? Ja, habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube,
das würde wahrscheinlich auch Kommt Stunt drauf noch, für mich ne? machen. Mal gucken. Genau. Und ja, und dann ist es aber meistens unspektakulärer als das, was man sich vorstellt. Ist dann meistens eher funny. Also. Naja, es ist ja auch so, dieser Podcast ist ja entstanden, als ich mich noch so Fulltime-Aktivist genannt habe. Mhm. Und ich glaube, Aktivismus ist ja auch so eine Form der Lebenseinstellung. Ne? Man kann das ja in jedem Beruf irgendwie einbringen. Ja. Du als Schauspielerin behandelst in deinen Projekten, vor allem jetzt in diesem Projekt, behandelst du auch das Thema Aktivismus. Mhm. Inwiefern und wie ist es dazu gekommen? Voll spannend, dass du gesagt hast, man kann das überall einbinden, da muss ich kurz drüber nachdenken. Ja, voll, also ich glaube eher so, sogar ein bewusster Mitmensch vielleicht einfach zu sein. So Aktivismus heißt ja auch so ein bisschen, finde ich, für mich einfach so aktiv am Geschehen der Welt teilzuhaben und aktiv so ein bisschen mit dabei zu bleiben, sich zu informieren, in Austausch zu gehen, für die Dinge einzustehen, die einem wichtig sind, trotzdem auch offen für den Dialog bleiben irgendwie, das ist, glaube ich, so voll die wichtige Qualität in der Welt, in der wir jetzt leben. So spannend, wie unsere Generation so viel politischer sein muss. Ja, ja. Und auch will irgendwie, weil es anders gar nicht mehr geht. Aber würdest du sagen, dass die ganze Generation so... Ja, ist, glaube ich, auch ein bisschen Bubble-Denken, so Bubbles, was ich habe. Ne? Natürlich. Aber trotzdem, also wenn man das jetzt, glaube ich, so ein bisschen vielleicht vergleicht, auch mit so, keine Ahnung, den Freunden, die jetzt so Mitte, Ende 30 sind zum Beispiel, oder so Anfang bis 30, die waren teilweise, meinten die so zu mir eine Zeit lang, als sie so alt waren wie wir zwei jetzt, so Anfang 20, viel unpolitischer, weil es war halt so, ach, eigentlich ist gerade alles so ganz cool, so, keine Ahnung, 2010 passt schon so. Ja, ja. ja, genau. Aber in der Serie geht es dann tatsächlich auch um die Klimakatastrophe, weil Roller Heidi erkrankt an einer Lungenkrankheit und der Arzt ihr diagnostiziert, dass es eben immer schlimmer wird durch die Luftverschmutzung, durch den Klimawandel. Und dann geht es eben darum, dass unsere Gruppe halt sagt, ja, aber Heidi kann nicht sterben, wir brauchen die, so, die wir lieben die, die kann nicht gehen. Wir müssen jetzt was gegen den Klimawandel tun. Okay, wo fangen wir an? So, wir sind nämlich vier Leute, wir holen noch den Arzt mit rein, den erpressen wir, dass der uns auch hilft, so. Aber was machen wir? Und dann geht es eben darum, wir müssen größer werden. Die sind aber, das muss man auch dazu sagen, also wir haben vorher in der Vorbereitung eben ganz klar gesagt, unsere Gruppe sind keine AktivistInnen und wir wollen auch, weil sonst müsste man eben, also sonst würde es sich fast anfühlen, als hätten wir Aktivismus auf die Schippe genommen, weil unsere Gruppe halt wahnsinnig abstrus damit umgeht. Also die sind halt, was wir eigentlich eher gemacht haben, ist so ein bisschen dem Gefühl der Verzweiflung und dem Gefühl der, der Ohnmacht auch so ein bisschen eine Form zu geben und das quasi bildlich zu überspitzen. Das haben dann zum Beispiel durch Waffen haben wir das gemacht und so. Und es ist eher, geht es um das Gefühl und so ein bisschen, ja, die Ohnmacht als mehr, dass die jetzt wirklich irgendwas repräsentieren, was es zum Beispiel jetzt wirklich in der echten Welt gibt. Fühlst du dich denn im echten Leben jetzt oft auch ohnmächtig, wenn du über die Klimakrise nachdenkst? Phasenweise. Aber eigentlich überwiegt immer meine Hoffnung und mein Glaube in den Menschen. Also ich würde eher sagen, dass ich so tendenzielle Utopistin mit einem stärker werdenden Realismus bin. Ja. Aber ich denke mir so ein bisschen so, ach, ganz ehrlich, ich glaube lieber an die Möglichkeit und an das Gute, so, weil im Zweifel überwiegt das und nur das hilft irgendwie. Und ich glaube, was voll wichtig ist, dass wir eben alle nicht in Ohnmacht verfallen und in totale Panik, obwohl es eigentlich auch teilweise so sein müsste. Aber dass man immer wieder versucht, so zu sich selbst zurückzukommen, zu sagen, okay, ich versuche einfach so positiv zu bleiben, weil das im Endeffekt, glaube ich, uns Menschen dann auch wieder ins Handeln bringt. Und das müssen wir im Endeffekt. Ich finde es so interessant, weil die Serie ja damit auch so ein Problem anspricht, was, glaube ich, ganz viele haben, wenn sie über Aktivismus und vor allem auch Klimakrise nachdenken, ist diese Frage so, was kann ich individuell tun? Ja. Oder auch wenn man zu viert ist. Ich meine, also dieser Gedanke, dass man auch zu viert die Welt retten kann, also klar, man kann da utopisch rangehen. Weißt du, ich habe mich zum Beispiel auch ganz oft schon ohnmächtig gefühlt in Hinsicht auf Klimakrise oder sowas. Ich habe mir manchmal auch gedacht, inwiefern denkst du, können solche Serien wie Tod den Lebenden auch so eine Form des Aktivismus darstellen, indem sie ja solche Themen wie Klimakrise behandeln? Denkst du, das ist auch die Aufgabe von Medien und Kultur, dass sie solche Themen sozusagen immer mehr behandeln und damit ja auch so eine Form des Aktivismus betreiben? Ja, also ich glaube, man darf bei Tod den Lebenden auf jeden Fall jetzt nicht erwarten, dass man die Lösung hat, weil dann wird es ganz gruselig. sondern eher, glaube ich, sich vielleicht auch ein bisschen verstanden fühlen, so für diese Gefühle, die man hat, weil wie gesagt eben eher die Gefühle überspitzt werden und irgendwie gezeigt werden. Und ich glaube, das kann schon mal helfen. Aber jedes Thema in jedem Podcast, was angesprochen wird, wo sich damit auseinandergesetzt wird, wo einfach einen Raum dafür gegeben wird, kriegt natürlich auch Aufmerksamkeit. Also wir sehen es ja auch im Gegenbeispiel so, weißt du. Man hat dann so viel
Aufmerksamkeit, teilweise mediale, auf so AfD und du hast auf einmal das Gefühl, so, die sind überall und auf einmal sind sie überall auch so ein bisschen. Das kann man jetzt natürlich nicht nur so sagen, dass es so ist. Deswegen, das wäre jetzt sehr einfach, aber deswegen glaube ich schon, dass da, wo wir unseren Fokus hinschiften, da passiert dann eben auch was. Und deswegen ist es, glaube ich, jedes Mal, wenn man drüber spricht, jedes Mal, wenn man vielleicht auch einer anderen Person im Zweiergespräch als auch in einem Podcast, als auch in einer Serie vielleicht nochmal eine neue Weltsicht gibt oder eine neue Art und Weise, vielleicht drüber nachzudenken, hilft auf jeden Fall und brauchen wir auch, weil im Endeffekt, ich höre gerade so ein voll tolles Buch, das kann ich auch total empfehlen, Pantopia heißt das. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Ich habe aber auch in letzter Zeit wenig gelesen wegen Abi und so. Kann ich voll verstehen. Und da geht es eben auch so ein bisschen um eine starke KI und die dann die Welt retten will mit Pantopia und so. Und im Endeffekt geht es eben auch immer darum, woran wir Menschen glauben und was der Mensch im Endeffekt bewirken kann, wenn er eben an etwas glaubt und für etwas losgeht und dass eben auch die Masse etwas bewirkt. Ja. So. Ja. Weißt du, Lea, was ich wirklich so schön finde an jedem Projekt, in dem ich dich bisher gesehen habe? Du behandelst immer Themen in deinen Projekten, die irgendwie so unfassbar, also einerseits zeitlos sind und andererseits Themen, die so wichtig sind, dass sie mal angesprochen werden, vor allem für jugendliche Menschen. Also zum ersten Mal habe ich dich in Fuck You Goethe 3 gesehen. Da hast du eine Rolle gespielt, die wirklich so, ne? Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Thema, mit dem sich richtig viele junge Menschen identifizieren können. Erstmal so diese Situation von Unsicherheit. Also, dass man sich vielleicht auch mit seinem Körper oder mit einer Krankheit, die man hat, halt nicht wohlfühlt, sich auch ein bisschen dafür schämt und dann so total in sich kehrt und sich auch so in einem Van oder so oder wo auch immer halt so abschließt, abtrennt von dem Rest der Welt und nicht mehr weiß, wie man damit umgehen soll. Inwiefern gehst du da auch ran und schaust, dass du Themen, die dir sehr wichtig sind oder anderen Menschen auch vielleicht sozusagen für die eine große Rolle spielen, dass die mit eingebunden werden. Ist es für dich wichtig, auch einfach Sichtbarkeit zu schaffen durch deine Schauspielerei? Auf jeden Fall. Also ich finde es, Geschichten, wieder so der Glaube, Geschichten können eben ja einfach Menschen dazu bewegen, an etwas zu glauben oder etwas zu sehen. Und deswegen ist Geschichten erzählen auch so was Tolles irgendwie, weil du ja halt einfach Menschen berühren kannst irgendwie. Und ich versuche schon, also ich gucke meistens eben im ersten Falle so auf die Rolle, interessiert mich irgendwie die Rolle und dann schaue ich mir natürlich aber auch das Projekt an, die Leute, die an diesem Projekt beteiligt sind und so. Und dann, wenn es eben auch noch ein Projekt ist, was anspricht, ist es halt umso schöner und total besonders irgendwie auch so. Ich hoffe, dich in Zukunft noch in ganz vielen solcher Projekte zu sehen und ich würde euch empfehlen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, auf jeden Fall in der ARD-Mediathek bei Tod den Lebenden reinzuschauen. Ist jetzt online. Schon, sozusagen, ne? Also reingucken sofort. Und gibt es noch irgendwas, was du vielleicht hier lassen möchtest? Eine Frage, die ich dir auch noch stellen wollte, ist, wenn du dieses Projekt in einem Satz zusammenfassen müsstest, nach mehreren Jahren Arbeit daran, was wäre es? Tod den Lebenden ist eine Serie, wo man Menschen bei ihren echten Gefühlen zuschauen kann und dabei auf ganz skurrile und tiefe und lustige Art und Weise berührt und vielleicht auch beschäftigt wird. Ja, wenn das nicht ein mega Trailer dafür ist. Ja, okay. Und schaut auf jeden Fall in die Serie rein, ist jetzt verfügbar. Und vielen Dank, Lea, dass du heute hier warst. Ich danke dir. Es also, hat jetzt hier so am Ende so schöne Musik gespielt. Das war voll. Nee, und ich möchte dir auch nochmal sagen, dass ich das echt toll finde, wie du das machst. Ich war, als wir uns damals kennengelernt haben, war ich eh so stuck. Das war bei diesem TikTok-Event. Ach so, ja. Da weiß ich noch, habe ich zu meiner Managerin auch gesagt, krass, dass du noch so jung bist, weil du so da bist und auch wie du sprichst und worüber du sprichst. Also voll toll. Weiter so. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann hier wieder. Ja, und wenn nicht, sehe ich dich auf jeden Fall wieder in Filmen, Serien oder wo auch immer. Und ich höre dich. Ja, im Podcast. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Danke, ciao. Tschüss.